Die nächste Station unserer Toskana-Reise sollte Florenz werden. So starteten wir von unserem letzten Stellplatz in Greve Richtung Florenz. Allerdings war unser Gastank so gut wie leer und es gibt in Italien ja viele Tankstellen, die LPG bzw. GPL verkaufen. Das sollte also kein Problem sein. Wir stehen jetzt hier bei Florenz, wollen aber noch mal Gas tanken und jetzt haben wir doch tatsächlich schon die fünfte Tankstelle angefahren und nirgends kriegen wir Gas her. Beim einen funktioniert die Säule nicht, beim anderen kann man nicht bezahlen, beim nächsten ging es nur per Service. Jetzt weiß ich auch nicht, ich hoffe, dass es jetzt klappt, aber wir haben ja zum Glück noch zwei Gasflaschen. Und ja, heute ist Sonntag und die Tankstelle haben hier eigentlich alle geschlossen. Jetzt hoffen wir mal, dass es hier klappt. So Leute, also uns reicht's jetzt. Jetzt haben wir mehrere angefahren. Die letzte hat auch nicht funktioniert und die hier funktioniert auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Sonntags bekommt man hier im Raum Florenz einfach kein Gas. Zum Glück, wie ich ja schon gesagt habe, haben wir noch zwei Gasflaschen. Und jetzt werden wir die halt einfach anschließen, wenn uns das Gas ausgehen sollte. Heute das geht uns aus, das ist ja rot. Okay. Also wir waren bestimmt bei 6 Tankstellen, hast du schon gesagt? Ja, ich habe schon gesagt, dass wir schon bei einigen unterwegs sind. Okay, jetzt fahren wir zum Stellplatz und hoffen wir, dass wir da wenigstens noch ein Plätzchen kriegen, denn wir sind jetzt Stunden unterwegs. Obwohl das eigentlich ein ganz kurzer Weg wäre. Aber es fing ja schon in Greve heute Morgen an. Wir wollten losfahren und nochmal Wasser tanken. Stand vor uns ein anderes Fahrzeug und er hat fast eine Stunde gebraucht, bis sein Tank voll war. Weil kein Druck auf der Wasserleitung war. Aha. Also, dann konnten wir endlich ran und wir standen eine Dreiviertelstunde, bis wir unseren Tank voll hatten. Ja, und jetzt sind wir hier Stunden durch die Gegend gefahren für eine ganz kurze Strecke von Greve nach Florenz. Also. Aber man hat ja Zeit. Ja, also heute üben wir uns in Geduld. Ja, es ist Sonntag. Also am Sonntag hat man ja auch nichts Besseres vor, als wie nur von Tankstelle zu fahren. Hoffen wir, dass wir jetzt noch auf dem Stellplatz einen Platz finden. Wir waren also schon reichlich genervt, aber es half uns alles nichts. Bei jeder größeren Stadt stellt sich die Frage, wo stelle ich das Wohnmobil sicher ab und wie komme ich dann in die Altstadt? Für Florenz haben wir 2 Stellplätze ausfindig gemacht, wobei der Favorit, nämlich der Florence Parks Cantigi, sich als nicht besonders attraktiv dargestellt hat. So fuhren wir weiter zum Stellplatz in der Via del Gelsomino, der zwar auch nicht viel einladender ausgesehen hat, aber wir haben uns jetzt einfach darauf eingelassen und den letzten freien Platz für Wohnmobile belegen können.
Also ich bin selten gestresst vom Autofahren, aber das war jetzt schon ein bisschen Stress. Ja, also den Stellplatz, den wir zuerst anfahren wollte, das war nichts. Der war voll, hat uns auch überhaupt die zugesagt. Also jetzt stehen wir hier am anderen Stellplatz. Und diese Einfahrt, ich bin noch nie so auf einen Stellplatz gefahren, wie jetzt auf diesen Stellplatz hier. Die Dashcam hat alles aufgenommen, wir zeigen es euch natürlich. Ja. Aber jetzt sind wir ja schon mal froh, dass wir hier angekommen sind. Ja. Und ja, im Moment regnet es ein bisschen. Macht nichts, morgen scheint die Sonne. Ich weiß nicht, ob die Sonne morgen scheint, aber es soll morgen nicht regnen. Und dann werden wir uns Florenz anschauen. Ja, wir müssen nur schauen, wie wir reinkommen, denn vom anderen Stellplatz aus, da hätten wir es gewusst. Mhm. Vom anderen Stellplatz, der uns nicht gefallen hat. Aber jetzt von dem aus, der uns eigentlich auch nicht gefällt. Ja, ist halt wahnsinnig eng, ja. Und ich, aber für das, dass wir jetzt hier mit in der Stadt sind, ja. Also es gehört schon zu Florenz, aber um natürlich in die Innenstadt zu kommen, sage ich jetzt, dann braucht man um Minimum 30 Minuten, um erstmal dahin zu kommen. Und zu Fuß. Zu Fuß, ja. Und das ist für helles Knie noch eindeutig zu viel, da wir ja in Florenz dann auch einiges laufen werden. Also wir brauchen öffentliche Verkehrsmittel, mhm. Und da werden wir uns jetzt welche suchen. Und das, auf jeden Fall, wir stehen jetzt erstmal da. Ihr könnt beruhigt sein, wir sind gut in Florenz angekommen. Und was wir weiter da erleben werden, das werden wir sehen. Mhm. Genau. Aber jetzt machen wir erstmal uns was zu essen. Und genau, wir gehen jetzt ins privaten Bereich über und morgen geht's weiter. So, unser Florenz-Besuch geht jetzt los. Gestern waren wir noch da üben gestanden, wo es jetzt leer ist. Und heute früh sind einige abgefahren und haben uns dann gleich umplatziert. Jetzt stehen wir ein bisschen mehr in der Mitte, sind ein bisschen geschützter. Ja. Nee, das war sehr laut am Straßenrand. Ich höre es auch nicht leiser. Ja, deutlich leiser. Wir sind uns nicht einig. Aber ich sage das deutlich leiser. Zumal wir ja jetzt in die Stadt reingehen und jetzt mal schauen, was aber wir alles Schönes sehen. Wir wissen noch nicht, ob wir noch eine Nacht da verbringen. Deswegen stehen wir jetzt einfach so und rauskommen wir auf jeden Fall gut. So, und jetzt gehen wir in die Stadt und ziehen die Schuhe an, die Wanderschuhe, dann geht's los. Also Florenz liegt nicht am Meer. Wir sind aber am Meer. Wir möchten nur ein kleines Statement, bevor wir mit euch nach Florenz reingehen, abgeben in eigener Sache. Denn wir haben vor ein paar Tagen den Film über das Chianti-Tal veröffentlicht. Und da kamen sehr viele Oberlehrer und Linguisten zu Wort, die uns korrigiert haben, dass man das richtig ausspricht. Wir möchten dazu sagen, wir sind der italienischen Sprache nicht mächtig, wie wir vielen Sprachen nicht mächtig sind, außer Englisch und Deutsch. Und wenn wir etwas falsch aussprechen, dann kann uns keiner eine korrigieren, aber wenn es dann 10 oder 20 Experten tun, dann nervt das langsam. Ja. Ja? Unser Kanal heißt Womo Reisen mit Spaß in erster Linie. Und Womo Reisen mit Spaß bedeutet auch, dass in erster Linie der Spaß an erster Stelle steht, auch für uns. Und wenn ihr meint, alles hundertprozentig genau haben zu wollen, auch die Aussprache, dann seid ihr falsch auf unserem Kanal. Ja, dann seid ihr vielleicht nicht richtig beim Kanal. Dann könnt ihr es euch trotzdem anschauen, das ist uns egal. Aber diese Belehrungen, die nerven uns tierisch. Das wollten wir jetzt einfach einmal loswerden, ja, weil wir finden es auch ein bisschen unhöflich, wenn schon 10 Kommentare drinstehen, wo wir belehrt werden, dass dann noch ein 11. dazukommt. Ja, sowas kann man sich auch sparen. Das ja. Zum einen, und wenn wir jetzt wieder was falsch aussprechen, schaltet einfach ab, wenn ihr es nicht ertragen könnt, ja. Aber erspart uns bitte einen entsprechenden Kommentar. Mhm. Und wir sind jetzt noch ein paar Tage länger hier in Italien, also werden wir noch vermutlich einiges falsch aussprechen. Genau. Trotzdem wünsche ich mir viel Spaß beim Zuschauen, wenn ihr dabei bleiben wollt. Und ansonsten tschüss. Aber nein, wir sagen jetzt nicht tschüss, wir gehen jetzt nach Florenz rein. Ja, genau. Und es wäre schön, wenn er dranbleibt. Genau, jetzt geht's los. Ja. Also der Platz, wo wir stehen, der ist zwar nicht schön, aber auch nicht teuer. Und vor allem die Bushaltestelle ist direkt am Eingang. Und es sind ein paar Stationen, die sind wir jetzt gefahren. Und jetzt sind wir gleich bei der berühmten Brücke
Und die heißt, gerade hast du es gesagt, Ponte Vecchio. Ponte Vecchio sind wir. Wir sind auf der Ponte Vecchio und die Uschi hat es gerade gemerkt. Die sieht jetzt genauso aus wie alle Straßen, durch die wir jetzt laufen. Nein, ist herrlich, das ist Florenz. Ja, und das ist das Handelsleben von Florenz. Mal schauen, was wir kriegen. Wir brauchen nichts. Doch, ich brauche eine Jacke und die Uschi will einen Ring. Florenz ist eine andere Hausnummer als Siena. Nicht nur, weil das Wetter schöner ist. Ja, heute haben wir ja richtig Glück. Sonnenschein, nachdem es gestern ja noch geregnet hat. Genau. Ein Schmuckgeschäft nach dem anderen und Josi will keinen Ring. Ich guck sie aber. Nirgends steht im Preis. Ja und? Das ist was kostet, zahlen wir. Da ist ja die Brücke. Also da wollte ich drüber gehen, das, da haben wir drauf gefreut und schön war es, Uschi, oder? Ja, genau. Der Uschi hat es auch gefallen. Ja, aber, war ein Schmuckladen neben dem anderen. Aber gefunden hat sie nichts, die Uschi. Nee, ich war ja auch nicht drin. Und draußen war jetzt nichts, also im Schaufenster, was mich jetzt vom Hocker gerissen hätte. Ich habe meine bestimmte Vorstellung. Ne? So, jetzt sind wir bei den Uffizien. Das war früher Verwaltungsgebäude von den Medici. Ja, genau. Und jetzt ist es ein Museum. Museum, weil die Medici waren sehr große Kunstmäzen und da sehr viel Interesse gehabt. Und da kam immer mehr zusammen im Laufe der Jahrhunderte. Und jetzt ist es einfach ein Museum. Ich hoffe, die Uschi will nicht rein. Nein, nein. Ah, Gott sei Dank. Ich bin kein Museumsgänger. Nee, stehen zwar berühmte Sachen drin, die man anschauen könnte, aber... Das machen wir beim nächsten Florenzbesuch. Ich habe hinten aus einen Blick für die Uschi. Florenz und der Platz der nackten Männer. Und die Menschenmassen sind hier, Menschenmasse. Also man kann fast nichts fotografieren, überall als Menschen. Von dem schönsten Mann am Platz ist das übrigens nicht das Original. Nein, das ist eine Kopie, das Original, das steht in irgendeinem Museum. Aber dieser David ist ja von Michelangelo. Also jetzt stehen wir vor dem Dom und es ist ein gigantisches Gebäude, das kann ich euch jetzt schon sagen. Die Uschi wollte noch was zu Siena sagen in Bezug.
Ja, genau. Wir haben euch ja gesagt, dass die in Siena immer mit Florenz konkurrierten. Und die in Siena wollten auch eine größere Kirche bauen, als die hier in Florenz ist. Aber die Pest hat das ja in Siena verhindert. Genau. Und deswegen ist die größere Kirche in Florenz. Ja, und die zählt zu einer der größten Kirchen der Welt. Jawohl. Und es sieht bombastisch aus. Also, was wir jetzt sehen, wir sehen nur ein kleines Eck, das zeigen wir euch auch gleich. Und wir gehen ganz sicher nicht rein, denn wenn ihr euch anschaut, die Schlange, die da steht, das ist es uns einfach nicht wert. Ja? Nein. Die stehen alle für die Kirche von Dom an. Und das im März, das muss man sich mal vorstellen, es ist nicht immer die Hauptreisezeit. Ein Wahnsinnsgebäude, oder? Wahnsinn, ja. Und es sieht wirklich wunderschön aus von außen, mit den ganzen Verzierungen und das Farbliche. Irre. Und Ursi? Das hier ist San Lorenzo und das ist die älteste Kirche hier in Florenz. Und da soll die Bibliothek, eine Bibliothek drin sein, eine große, die der Michelangelo entworfen hat. Das war jetzt die totale Reizüberflutung. Ich bin fix und fertig. Das ist eine Markthalle hier in Florenz von 1800 noch was. Also war schon mal interessant anzuschauen. Ja, aber ich bin jetzt fix und fertig. Also, ja, ein Lärmpegel natürlich da drin, ein Gewusel, aber unglaublich, ja. Interessant. Jetzt suchen wir uns eine Pizzeria und setzen uns erst einmal ein wenig hin. So, jetzt sind wir in einem Lokal gelandet, in dem die Spezialität nicht Pizza ist. Sie haben uns dringend empfohlen, wir können eine Pizza haben, aber sie haben uns dringend empfohlen, sie sind bekannt für Pasta. Ja, und deswegen essen wir jetzt auch Picci oder wie sich das auch immer ausspricht. Also wir essen jetzt beide Picci. Und sie hat jetzt gerade nochmal bestätigt, dass unsere Auswahl sehr gut ist. Pizza gehört nach Neapel und nicht hierher, hat sie gesagt. Also merkt euch das, wenn ihr da wieder mal in Norditalien seid.
sie hat ja auch recht, oder? Man muss doch nicht immer nur Pizza essen. Pizza gehört halt schon zu Italien dazu. Wir sind jetzt hier nämlich in der Toskana und deshalb essen wir jetzt typisch toskanisch. Lecker. Ja, wie Wattwürmer. Hm? Wie was? Wie Wattwürmer. Aber das ist ja die Spezialität, das sind spezielle Nudeln, die recht lang gekocht werden. Schauen wir mal, wie Wattwürmer schmecken. Helle ist wie immer unmöglich. Parmesan gibt es auch dazu, den hauen wir uns drauf. So, also jetzt machen wir den letzten Vergleich zwischen Siena und zwischen Florenz. Also wo war das Essen besser? Das war ja jetzt ein ganz anderes Essen. In Siena haben wir ja beide, glaube ich, Pizza. Nein, du hast Tagliatella gegessen. Ah, okay, da habe ich auch Nudeln gegessen. Jetzt haben wir Pizza gegessen. Lecker war's. Beides unentschieden, hätte ich auch sagen. Wenn man einkaufen will in Italien, dann muss man vorsichtig sein, wenn man sich für irgendwas interessiert, dann tut man sich sehr schwer, da zurückzurudern. Ja? Also, deswegen haben wir jetzt gar nichts gekauft. Die Geschäftsleute hier sind sehr geschäftstüchtig. Da muss man aufpassen, dass man dann wieder rauskommt, wenn man dann etwas doch nicht kaufen will. Wir haben es geschafft. Kein Geld ausgegeben, also diesbezüglich. Ja. Und es war auf jeden Fall ein schöner Aufenthalt in Florenz. Jetzt schauen wir mal, wir wollen doch an einen Aussichtspunkt ranfahren. Und dann müssen wir erstmal zu unserem Gustl und dann fahren wir da noch hin. Ja, genau. Und wir fahren jetzt mit dem Bus wieder zum Gustl. Das geht ja eigentlich total problemlos. Wollen wir sehen, wenn wir dort sind. Also der Bus hält genau vorm Stellplatz. Wir sind schwarz gefahren. Und manchmal ist die Busfahrt gar nicht so teuer, weil die Geräte nicht funktionieren und dann muss man einfach schwarz sitzen bleiben. Wir wollten mit der Kreditkarte zahlen und hat nicht funktioniert. Sind wir schwarz gefahren. Ja, okay. Ist billiger als zahlen auf jeden Fall. Ja, genau. Aber da drüben? Da ist der Gustl. Da gehen wir jetzt hin. Bevor wir uns von Florenz verabschieden, besuchen wir noch den Aussichtspunkt Michelangelo, der einen wunderschönen Blick auf Florenz und auf die Altstadt bietet. So, mit diesem schönen Ausblick verabschieden wir uns jetzt aus Florenz. Mhm. Es war sehr anstrengend, aber auch interessant. Sehr interessant. Und der Stellplatz hat sich jetzt im Nachhinein als gute Lösung herausgestellt. Können wir nur empfehlen für Stadtbesichtigung. Bis 8 Meter. Ja, genau. Das ist ein Museum mit der 50, also ging gut. Ja, und unsere Reise geht weiter und wohin, das werden wir dann sehen, wenn es weitergeht. Ja, danke genau. Fürs Zuschauen. Ja, Motorräder fahren halt überall rum und manchmal sind sie etwa laut. Also sagen wir es nochmal. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ja, genau. Sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. Viele von euch haben uns empfohlen, doch Lucca anzusteuern. So verlassen wir Florenz und fahren in diese kleine Stadt nahe Pisa. Wie es uns dort gefallen hat, das zeigen wir im nächsten Video. Wir hoffen, ihr seid dann alle wieder dabei.